anderen in Österreich alt. Das ist ein bisschen schwierig, aber ich sage gleich einmal, was die WHO dazu sagt, und die sagt das schon sehr lange. Also ab 50 gehört man zu den alternden Menschen. Wenn ich das laut ausspreche, weiß ich, dass schon bei vielen sich sofort so die Zehennägel ein bisschen aufrollen. Es könnte ja sein, dass sie auch bald dazugehören. Das geht dann in so Kategorien weiter. Von 60 bis 75 sind sie ältere Menschen, danach sind sie ein alter Mensch, dann sind sie ein sehr alter Mensch. Und wenn sie es schaffen, über 100 zu werden, dann sind sie langlebig. So nennt man das ganz einfach in dieser Definition. Aber ich glaube, das wirklich Dramatische daran ist ja nicht das Alter, sondern diese demografische Keule, die derzeit unentwegt geschwungen wird. So bist du alt, bist du eine Last und das ist ja ganz schrecklich. Und alles konzentriert sich darauf, Angst zu erzeugen. Jetzt gibt es auf der einen Seite die Diskriminierung, die entsteht durch das Angstmachen, wo man sagt, diese Gruppe von Personen in diesem Alter sind eine Bedrohung für den Rest der Gesellschaft, die erwerbstätig sind und jung sind. Dann gibt es Menschen, die sich natürlich, weil sie Angst haben, selber diskriminieren, also nachher alt bin ich nicht, um Gottes Willen. Und dann kommt man dazu, dass es gesellschaftliche Kavaliersdelikt ist. Man kann ohne weiteres etwas Altersfeindliches sagen, ohne dass man deshalb bestraft wird, außer bei einer Altersdiskriminierung im Berufsbereich. Da gibt es mittlerweile Möglichkeiten. Aber nachdem die Menschen also selber Angst haben davor, sich so zu definieren, kommen sie in den seltensten Fällen dorthin, dass sie sagen, Moment, also, ich werde im Arbeitsleben diskriminiert. Und was mich besonders stört, ist, dass sie ja nur im Arbeitsleben als diskriminiert gelten und Möglichkeiten haben, aber kaum sind sie aus dem Berufsleben ausgeschieden oder aus der Erwerbstätigkeit draußen, gibt es diesen Schutz nicht mehr. Oder kaum. Also ich habe nur niemanden erlebt, der klagt, dass er als Oma oder Opa bezeichnet wird, obwohl das eine unzulässige Zuschreibung ist. Wir sind alle mit Namen hier und sie sind ja auch nicht deshalb, weil sie ein Kind haben, ausschließlich nur Mutter, sondern sie haben einen Namen und sie haben eine Identität und die nimmt man alten Menschen de facto weg. Und natürlich kann man jetzt sagen, ja, wenn es so viele Alte gibt, dann ist das ein Problem. Also die jetzigen, wie ich zum Beispiel, ich werde nicht 100 werden, leider, aber die nächsten Generationen haben mehr Chancen dazu. Das heißt eigentlich, diskriminiert man jetzt schon die Zukunft und nicht die Gegenwart. Und da denke ich mir, da braucht es einfach ganz viel auch im Arbeitsprozess, im Arbeitsleben, dass man merkt, dass Alter de facto ja keine Bedrohung ist, sondern schlicht und einfach ein Prozess. Das ist ein biologischer Prozess und mit dem müssen wir alle leben. Das können wir nicht verhindern. Und jetzt müssen wir uns eben den Kopf darüber zerbrechen, wie können wir selber dazu stehen und uns nicht selbst diskriminieren.